guten Tag, meine Skorpiloten. Oh, gestern habe ich die Wilma zum TÜV gebracht und was ist? Nicht bestanden. Vorderreifen war doch platt, also hat nicht mehr gereicht. Jetzt habe ich leider kein Foto gemacht. Ich habe die zwei Reifen vorne und hinten für die Z hinten auf meine Sissi-Bar so drüber gelegt und dann die paar Meter. Es war wirklich nur, ich glaube, Luftlinie sind es vielleicht 200 Meter zur Werkstatt gefahren damit. Die machen mir jetzt die Reifen drauf und nächste Woche kann ich das Moped dann mit neuen Reifen und frischen TÜV abholen. Und dann sehen wir uns auch mal wieder auf der Z wieder. Ja, heute ist Freitag. Klar, gestern habe ich das Video aufgenommen, wo ich zur TÜV gefahren bin. Dann die Auflösung der Verlosung war gestern. Ah ja, hier ist wieder auf. Auf geht's. Nee, was stand denn hier gestern nochmal? Irgendwas mit Feucht oder so. An der Feuchte oder so. Keine Ahnung, irgend so ein Quatsch stand da. Was ist das? Schützenverein Dingsbums? Irgendwie sowas, ne? Ja, Bürgerschützenverein. Ah ja. Was mache ich heute? Heute treffe ich mich wieder mit einem, der meine Videos guckt und auch wieder anfängt, selber Videos zu machen. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf YouTube heißt. Das kriegen wir gleich raus. Denn wir machen auch direkt einen Dual-Vlog. Er hat das gleiche Setup wie ich quasi. Nur mit einer Hero 7, aber ansonsten auch gleich. Auch mit dem Xena, auch mit diesen ganzen Stecker, wie ich das alles gemacht habe. Hat er alles da drin. Und ich treffe mich jetzt mit dem an der alten Weseler Brückenüberfahrt, Mündung, Dingsbums. So, ich habe den Eimer erstmal wieder vollgetankt. Ich bin mal gespannt, ob euch im Video etwas auffällt, wenn ich jetzt hier mal so rumlaufe. Hm? Gespannt, wer es als erstes in die Kommentare schreibt. Ja, von wegen Tankrabatt hier, da kriege ich schon wieder Krise hier. Fast 2 Euro hier, die scheiß Fotzenliter hier, ehrlich. Weißt du, vor anderthalb Wochen habe ich für unter 1,80 sogar noch getankt. Und jetzt, seit 2 Tagen Tankrabatt, ist direkt so hoch gegangen, dass selbst mit Tankrabatt 2 Euro ist. Was war jetzt hier, 1,97 oder so? Ja, kriege ich einen Anfall bei so einer Fotzenkacke, ey. Wo werden wir denn hier verarscht, ey? Ich muss jetzt eh erstmal nochmal den Sound hier genießen. Auf deinen Videos hört man da ja nichts von. Nee. Alter. Krass. Geht. Das ist schon. Das ist alles noch original. Aber kommt im Video nicht ansatzweise rüber. Hammer. Alter Schwede, ey. Ach, wenn ich neben der Halle stehe, höre ich davon nichts mehr. Aber ist angenehm, ist nicht. Ist zwar laut, aber so. Ich weiß nicht, die Klangart ist einfach angenehm. Ja? Mir fehlt da irgendwie was, ich weiß nicht. Das muss lauter. Ich glaube, das Problem ist das, dass du drauf sitzt und nicht dahinter bist. Ja, ja, richtig. Ich werde von einer Biene verfolgt. Ich bin eine Biene. Ja, Leute, mein zweiter Dual-Vlog. Ja, geil. Wie heißt dein Kanal eigentlich? Cheeto. Ach, Cheeto. Cheeto war das. Cheeto Mito. Mein erster Vlog. Eigentlich mein 8er oder so, aber da ich ja alles gelöscht habe, jetzt nochmal von vorne. Hab ich direkt Bock auf Burger. Ich hab Bock, die zu streicheln. Das geht doch nicht! Okay, mach das. Und dann können wir die essen. Ja. Erst streicheln, dann essen. Ja. Also Leute, erstmal, das ist der Cheeto. Hallo! Ich denke, da werdet ihr in Zukunft bestimmt noch mehrmals was von sehen. Der fährt hier auch in meiner Ecke rum, in Wesel, und startet seinen YouTube-Kanal neu, sagen wir mal so. Alles nochmal auf Anfang. Schauen wir mal. Ja. Ich glaube, sein erstes Video ist dann direkt der Dual-Vlog mit mir. Ja. Ey, da ist der Typ wieder. Wie geil. Geiler ja. Typ. Hier links ist doch das Kino, oder nicht, ne? Ja. Ja, da bin ich schon mal ab und zu. Ja, fahren wir mal links. Das ist auch alles neu hier, ne? Ja. Hier war doch früher so ein Schotterparkplatz. Ja, und was war da? Kaserne oder so? Oder wie heißt das? Wo man gemustert wird? War das hier?
Ja, hier war. Ja, dann war ich hier bei der Musterung damals. Ja, ich war da auch. Das ist schon so lange her, ey. Guck mal, was hier abgeht. Kannst sogar geradeaus jetzt. Krass. Mach mal. Oder er fährt richtig Schrittgeschwindigkeit. Boah, ja. Das mag mein Motorrad gar nicht. Da geht hier aus, ne? Ja. Musst du die ganze Zeit mit Kupplung fahren. Ja. Aber hier schöne Soundkulisse für dein Motorrad. Ja, davon glaube ich, kriegen wir hier im Helm nichts mit. Aber ich habe noch mehrere Mikrofone. Ich glaube, ich mache demnächst mal irgendwo hinten eins dran. Ich habe auch noch so ein externes. Ja, davon habe ich 3 oder 4 Stück. Boah. Ja? Nee, das ist. Hey, hier war ich noch nie. Geradeaus. Das war übrigens ein Kerl. Echt? Aber der Typ mit dem Fahrrad war geil, ey. Ja. Ich hab letztens einen gesehen, der war auch auf so einem komischen Fahrrad. Der hatte quasi auf sein Fahrrad noch 2 Fahrräder-Etagen gebaut und saß ganz oben. Ah, krass. Wie kommst du denn da hoch, ey? Ja, weiß ich nicht. Da habe ich schon Höhenangst, wenn ich da oben sitze. Weiß ich nicht, ey. Der ist da mit durch die Stadt gefahren, ganz entspannt. Boah, mir läuft die Suppe die Stirn runter. Glaube ich dir. Wie die Wichse an der Hand. Alter, guck dir die Preise an, ey. Da kriege ich direkt Fußnägel, ey. Jetzt reicht! Immerhin unter 2 Euro, ey. Ja, wundervoll. Vor 2 Wochen habe ich für unter 1,80 getankt, also 1,78 oder so. Ich weiß nur, als ich tanken war und gedacht habe, yo, 1,56 Euro voll teuer. Ja. Jetzt würde ich mir wünschen, für 1,56 zu tanken. Dann haben sie es jetzt bis Dienstag oder wann so teuer gemacht. Da war es jetzt bei uns im kleinen Ort, so eine kleine Dorftanke, die immer günstig war, sogar, was war das jetzt zum Schluss? 2,12 Euro, 2,13 Euro? Alter, ey. Dann kam der erste, dann war es 1,88 oder so. Und jetzt ist auch wieder bei 2 Euro. Die verarschen uns doch. Das Geist ist krank. Das geht doch nicht! Ich muss sagen, mittlerweile die ganzen neuen Supersportler finde ich gar nicht mehr so schön. Nein, uns sehen alle gleich aus. Zum Beispiel von Yamaha, die R1 zum Beispiel. Ich finde das so hässlich. Aber der hat einen geilen Motor und der Sound ist geil. Ja. So richtig MotoGP-mäßig. Aber optisch finde ich die alte R1, die so berüchtigt war, die finde ich am schönsten. Okay. Aber ich glaube, das sind auf jeden Fall die vernünftigsten Motorradfahrer. Meinst du, Harley-Fahrer sind vernünftige Motorradfahrer? Vernünftiger wie so Supermoto-Fahrer oder so. Würde ich jetzt nicht sagen. Was ist los? Hast du eine Pizza im Horchlappen? Meinst du nicht? Nee. Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, da kannst du aber von allen möglichen Arten nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, ja. Ich höre deinen Auspuff in meinem Headset. Ja. Oh, geiles Häuschen. Zwar scheiße an der Hauptstraße, aber so an sich. Das hier? Ja. Ja, da kann man doch herrichten. Ja. YouTube-Haus. Scorpedius-Villa. Ja, das wäre es. Warum? Warum Scorpedius? Warum? Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich kenne ja nicht. Also irgendwie, ich hieß früher eigentlich Scorp Fighter, so beim Zocken und so. Ja. Damals, damalige Kumpels, wir haben immer so jeden Freitag, so ähnlich wie LAN-Partys früher. Alle mit Gamer-Laptops, dann haben wir damals mal eine Zeit lang Grepolis gespielt. So ein dämliches Kackspiel. Und da wollte ich mich dann anmelden und dann sagte mein damaliger Kumpel dann, ja, nenne ich doch Scorpedius, weil das irgendwie zu Grepolis passen würde. Ja. Ja, daher kam der Name und dann irgendwie ist das hängen geblieben. Boah, dein Moped riecht so geil, ne? Ja, noch so nach alten, verbrannten. Ja, hier verbrennt alles, selbst Fliegen und Mücken, alles wird hier verbrannt. Jo. Ich habe ja auch nur 2 offene Luftpilze unterm Tank. Habe ja keine Luftfilter mehr. Ja, ja. Die verbraucht aber auch gut Öl. Ja. Aber das ist normal bei dem alten Teil. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Kurven. Die setzt schnell auf. Ja, die rasten, ne? Nee, nicht rasten. Unten Rahmen und Auspuff. Ach, und so. Krass. Das ist halt eine Schopper, ne? Boah, ich hatte das einmal, da hatte ich
gerade meinen Führerschein gemacht. Und dann bin ich auch Landstraße gefahren. Alter, und auf einmal juckt das richtig in meinem Ohr, ne? Oh ja, und das kenne ich. Dann war einfach so ein Käfer in meinem Helm drin. Und dann bin ich mitten auf der Landstraße einfach rechts ran, in so einen Graben rein. Das war so unangenehm, ich musste direkt den Helm abziehen. Ja. Ich hab gedacht, das Vieh kriecht mir ins Gehirn, ey. Der kleine Sackgatte. Ja, das ist ekelhaftig. Auch schon ein paar Mal gehabt. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Ja. Hingeblieben? Nee. Noch ich nie. Schon. Hi. Oder? Doch, einmal auf meinen Geburtstag sogar. Doch, Alter. mit der Bandit, ich hatte mal eine Bandit. Damit ist mir das passiert. Ah, der ganzen KTM-Gang. Ist schon schön, das Motorrad, ey. Jo, ich finde, die ist so zeitlos. Die sieht halt ultra modern aus, obwohl die schon voll alt ist. Ja, ja. So, geht das hier wieder an jetzt? Hat schon gepiept. Ne, ich meine mein Motorrad. Ja. Tschüss, fahr einfach. Lass mich alleine. Komischerweise höre ich dich immer noch. Ich hab schon verstanden. Boah, hier war ich ewig nicht mehr, ey. Ja, ist bei mir auch schon ein paar Tage her. Übel! Warum fährt der da so bekloppt? Ja. Oh, ich darf hier gar nicht hin. Sonst muss ich direkt zur Bank, ey. Boah, die... Du da oben, die da, du. Guck mal, die ist auch schön. Breakout. Alter, dein Moped, ne? Alter Vater, ey. Was denn? Das riecht so geil. Echt? Jo. Gibt's nicht so Dufterfrischer für den Raum? Ja. Für die Wohnung. Und Duftbaum, ne? Ja. Oh, was schönes Altes. Ui. Hihi. Meinen ganz eigenen Parkplatz. Boah, das ist ein schönes Ding hier. Jo. Das ist auf jeden Fall was ganz Altes. Ich brauche auch eine. Irgendwann. Ui. Oh, wer ist er? Peter von der höchstpersönlich. Oha. Alter. Ey. Ja, hör mal! Ach, wieder falsch gefahren. Ein Scheißdreck ist! Du bist doch bekloppt! Ey, da kam aber zügig da raus, ey. Ja. Spinner. Ja, also ich muss jetzt hier links. Ja. Ich danke dir für diese schöne Fahrt und hoffe, wir können das nochmal wiederholen. Ja klar, gerne. Hau rein, komm gut nach Hause. Jo, du auch, ne? Bin mal gespannt, wie lange wir quatschen können. Schauen wir mal. Hey, hau rein. Tschüss. Oh Leute, das war der Cheeto. Das war der Cheeto und ich bin immer noch live. Er ist immer noch live, aber jetzt nicht mehr. Oh, da geht er immer noch. Ja, Leute, das war Weseler Stadtrundfahrt mit kleiner Ausläufer Richtung Hamminkeln, Thunderbike, Cola trinken.